Wer zuletzt den Boden berührt, kriegt 1000 Euro, beziehungsweise der Boden ist Lava. Ah! Oh mein Gott! Ich kann es nicht zeigen, es geht nicht. Oh mein Gott! Nein, kannst du so gerade. Was ist gerade passiert? Aber jetzt erstmal zu den Teilnehmern. Freunde, ich habe das Geld im Bar. Wir sind hier in einer fetten Airbnb-Villa in Österreich und umso krasser die Challenge. Aber jetzt erstmal zu den Regeln. Freunde, die Regeln sind ganz einfach. Ich werde gleich von 3 runterzählen und bei 0 dürft ihr nicht mehr den Boden berühren. Aber, es hört sich hier, guck mal, ihr fängt an zu lachen und bla bla bla. Aber, was ihr nicht vergessen dürft, ich habe ganz viele krasse Sachen vorbereitet. Challenges. Bestrafungen. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Freunde, 3, 2, 1 und ab jetzt beginnt die Challenge. Ihr dürft nicht mehr den Boden berühren. Let's go! 1000 Euro! Das Ding ist, Freunde, guck mal. Ich nutze einfach Johannes, Digga. Au, Digga, nein, Was passiert hier? Oh mein Gott! Was passiert hier? Okay. Ja, Jonas, Bro, was machst du da? Was tust du? Ich hab schon gemerkt, ihr dürft natürlich jeden Gegenstand verwenden, okay? Das DJ-Pult sind nicht als Boden, ne? Mayonnaise ist auch kein Instrument, Patrick. Okay, einmal ganz kurz, Sven, zu dir. Bro. Entspannt. Hallo, aufpassen. Okay, Sven, einmal ganz kurz zu dir. Warum willst du gewinnen und was willst du mit dem Geld machen? Stell dir vor, 1000 Euro. Ich zeig dir, warum ich gewinnen will. Ich zeig dir meinen Kontostand. Genau das da. 10 Cent. Ihr könnt jederzeit reinschreiben, für wen ihr seid. Wer hat es am meisten verdient? Bro, warum willst du gewinnen und was willst du mit dem Geld? Ich will heute gewinnen, um Team Ray zu zeigen, dass ich der Krasseste bin und hier die Challenge mit nach Hause nehme. Was ich mit dem Geld machen werde, ist ganz klar. Ich werde es investieren, um Team Hey auseinanderzunehmen. Team Hey auseinandernehmen. Okay. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung, lieber Moritz? Team Ray kann gar nicht gewinnen, oder? Ist eh schon. Was willst du mit dem Geld machen? Also mit 1000 Euro, was ich damit machen will? Ich werde damit. Warte, ist deine Katze immer noch krank? Meine Katze. Nein, Katze ist so krank. Deine Katze ist immer noch krank. Bei 1000 Euro werde ich Helgam kaufen und sie an die Zuschauer verschenken. Stark. Freunde, ihr wisst jetzt, was. Oh, ey. Wer hat die Stuhl hier irgendwo gebracht? Ihr dürft alles usen, okay? Man merkt schon, okay, jetzt geht's jetzt richtig ab. Was passiert da? Sven! Oh mein Gott! Wow. Du weißt, dass das ist. Schau mal, das hier alles ganz entspannt an. Hör auf, Bruder, nicht wieder als Erster. Hey. Digga, warum chillt eigentlich Sven so extrem? Kann einmal um jemand bitte auf Sven gehen? Kann jemand auf Sven gehen? Ja! Ist der Teppich? Nein, das ist der Boden. Wir haben die erste Person, die rausgeflogen ist. Moritz, komm rüber, Bro. Moritz, komm rüber. Keine 1000 Helgams. Moritz, komm her. Moritz ist die allererste Person, die rausgeflogen ist. Digga, was ist passiert? Bro, wie kann dir was passieren? Sven hat mich geschubst. Nein. Es gibt nur eine einzige logische Schlussfolgerung, warum du so schnell rausgeflogen bist. Warum, Bruder? Du liebst deine Fans nicht. Ja. Oh, Team Ray auf die 1! Die wird zum allerersten Mal geteamt. Das, was gerade passiert, ihr merkt es gerade nicht, die haben jetzt den Weg zum Tisch weggebaut. Nee, es ist nicht mehr möglich. Ich kann Leute bauen. Oh. Ich baue ein Schiff.de. So viel zu, es ist nicht mehr möglich. Aber es war gut gedacht. Okay, Freunde, wir kommen zur allerersten Challenge. Für die allererste Challenge braucht jeder von euch ein Handy in der Hand. Hat jeder ein Handy in der Hand? Okay, Leute, wir kommen jetzt zu einer Schätzfrage. Und die Person, die am weitesten davon entfernt ist, kriegt eine Bestrafung und muss die ganze komplette Challenge ab jetzt mit der Bestrafung nehmen, okay? Mhm. Die Schätzfrage lautet, wie viele Gummibärchen passen in einem Levin Ray Rucksack rein? Du müsstest das wissen, lieber Freund. Was? Gummibärchen-Packungen oder Gummibärchen-Einzelne? Einzelne Gummibärchen. Was? Wir kommen jetzt zu einem Entschluss in 3, 2, 1, Sven, zeig her. Sven. Alles klar. Sophia? 170.000. Ich habe 7.000. Er hat 7.000. Ich habe 25.000. Ich habe 10.000. Wir haben leider einen Verlierer. Und das ist Sophia. Bruder. 170.000.
Wir kommen jetzt zur Bestrafung und zwar gibt es einmal... Wisst ihr, was das ist, liebe Freunde? Eine Augenbinde. Und so du müsstest ab jetzt mit einer Augenbinde weitermachen. Sophia wird ab jetzt nur noch mit einer Augenbinde, also beziehungsweise blind, muss sie die Challenge weitermachen. Und jetzt kommen wir zur zweiten, absolut extremen Challenge. Und damit es ein bisschen schneller geht, liebe Freunde, okay? Müsst ihr jetzt die Qual der Wahl treffen. Und zwar müsst ihr jetzt eine Person rausvoten. Boah! Nein, Sven, weil er erst meinen Namen gesagt hat. Sven wieder sagt, ich denke ich auch auf Sven. Ich gehe auf Sven. Ich will nur mal ganz kurz sagen, es geht um 1000 Euronen. Wir checken einmal Jonas' Konto ab. Ob Jonas jetzt labert oder ob es wahr ist. Ja, 51, aber trotzdem. Zeig's rein. Konto 51 Euro. Wer ist dafür, dass Sven rausfliegt? 1, 2. Okay, wer ist dafür, dass Sophia rausfliegt? Boah, stark, Sophia. Wer ist dafür, dass Johannes rausfliegt? Ja. 1, 2. Tschüss. Okay. Bei Gleichstand fliegen beide raus. Wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Es ist hier jetzt gerade Gleichstand, okay? Johannes ist die letzte Stimme, die noch nicht abgegeben wurde. Das heißt, Johannes kann jetzt entscheiden. Entweder tut er seine Stimme irgendjemand geben, der dann halt nur eine Stimme hat, wie zum Beispiel mich oder Jonas. Oder er gibt sie entweder Sven und Sven fliegt raus. Oder er eliminiert sich selber. Ich will nicht dich, aber du gibst mir die Hälfte, wenn du gewinnst. Dann gehe ich raus und hab dich im Game noch. Hier werden die jetzt mal okay, Deal. Oh! Ist die Hälfte ab. Oh mein Gott. Siehst du was? Zieh in den Tod, zieh in den Tod. Ah! Oh mein Gott! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sven, wo gehst du hin? Ich wollte nur küssen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, okay, okay. Leute, ihr verbindet euch gegen... Warte mal, ich hab einen Plan. Oh mein Gott! Was? Ne, du kannst das nicht holen! Bist du verrückt geworden, Digga? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Das kannst du nicht! Oh mein Gott! Pass auf! Geh runter! Geh runter, Sophia! Sophia, geh runter! Was ist gerade passiert? Ja, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ach so, stimmt. Alles klar. Das wirst du dann im Video sehen. Keiner löst es auf. Ich hatte Todesangst für den Moment. Ich dachte wirklich jetzt... Nächste Challenge. Ich habe hier irgendwo im Raum. Ich sag nicht wo, aber... Küche. Habe ich drei Gegenstände hingelegt. Und der allererste, der bei den Gegenständen ist, darf sich eins von den drei Sachen aussuchen und ab jetzt die Challenge fortan damit weitermachen. In 3, 2, 1, Wettrennen startet! Let's go! Oh mein Gott, oh mein Gott! Wow! Das war's, liebe Freunde, das war's. Okay, Freunde, wir kommen aber ganz kurz zu einem Gewinner. Levin, für was hast du dich übrigens entschieden? Den Super Soaker. Was war das für eine Stimme? Levin hat sich für die Super Soaker entschieden und du darfst ab jetzt. Oh mein Gott! Warte, ich muss. Schau dich mal bitte. Was ist hier los? Wow! Da liegt meine AirPods Pro! Nein! Oh mein Gott, die Kopfhörer nein. Von Levin! Er hat seine eigenen Kopfhörer ruiniert. Nein! Jetzt hier oh, er geht zu Sven! Sven! Was geht ab? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Sven. Okay, Freunde, komm mal einmal ganz kurz bitte zur Couch. Ich mache euch jetzt nämlich einen Deal, den ihr nicht ablehnen könnt. Oh nein. Ihr wird geteamt. Ich werde euch jetzt einen Geldbetrag anbieten und ihr könnt euch jederzeit melden und das Geld annehmen und vorher rausgehen aus dem Spiel. Oder ihr bleibt drin und hofft auf die 1000 Euro. Wir haben das Geld hier. Erstes Gebot, 100 Euro. Wie sieht's aus? Nein? Nein. Das ist ja nur ein Zehntel. Okay. Hey Jungs, warte. Ganz kurz an die beiden anderen hier. Ich leg 2 Euro oben drauf, wenn die jetzt geht. Was ist das bitte für ein 2 Euro Stück, Digga? Ja, ich leg 2 Euro. Okay. In welchen Öffnungen macht man das? Okay. 200 Euro. Zweites Gebot. Kein Interesse. 300 Euro. Boah, das wird schon schwer. Kein Interesse. Ich kann auch jederzeit aufhören, ne? Könnte sein, dass es jetzt das letzte Gebot ist. 400 Euro. Okay, das war's, liebe Freunde. Kein Geld. Keiner nimmt den Deal. Wir machen weiter. Und jetzt kommen wir leider
zu einer ganz, ganz schwierigen und blöden Challenge. Zeigt mir eure letzten gelöschten Bilder. Oder geht raus. Okay, Freunde. Oh, Digga. Oh mein Gott. Ich kann es nicht zeigen, es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Seid ihr euch einig? Okay, ganz kurz, wir fangen erstmal bei dir an. Du hast gerade eben so hardcore gelacht, aber... Ja, bei mir geht's. Nein, aber Kinderbilder, die ich doppelt habe. Zeig mal, ja. Meine Katze. Oh mein Gott, hä, was? Ich, meine was, Katze. Was? Ich, was? Meine Katze. Lebe, mein Bester, wie sieht's bei dir aus? Bruder, ich will das nur dir zeigen, aber ich zeige es jetzt dir. Leute, leider wird es jetzt ein bisschen verpixelt. Okay, Freunde, okay, das kann ich euch leider wirklich nicht zeigen. Warum hast du sowas doch da drin? Digga, das musst du löschen. Ich also weiß, auch, ich auch aus, zuletzt gelöscht, kann muss das raus, Bro. Sven, mein Lieber, wie sieht's bei dir aus? Bruder, ich kann es nicht zeigen, es tut mir leid. Wie? Ich kann es nicht zeigen. Du kannst es nicht zeigen. Das es geht um 1000 Euro. Ich weiß, aber ich glaube, dass Bro, kann ich sowas nicht zeigen. Geh bitte runter. Da muss ich mit dir mit hoch! Ah! Ja! Kommen wir zum Grande-Finale, Bro. Schön, dass du mitgemacht hast. Ja, jetzt schon okay. Ja, geh einfach, es ist okay. Hau rein, Bruder. Ladies and Gentlemen, welcome to the Grand Finale. On the left side, we have... Jonas el Guapo. Und einmal... Living Red. Willkommen zur allerletzten Challenge. Das Video geht schon viel zu lang. Si. Si, claro. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das Geld zu splitten. 500 Euro und zeitgleich rauszugehen. Oder ihr sagt nee und wir machen hier so lange weiter, bis wir einen einzigen Sieger haben. Ihr könnt euch entscheiden, jetzt das Geld zu splitten und jeder von euch kriegt 500 Euro. Besprecht euch, ich komme gleich wieder. Bis gleich. Oh, wir können einfach uns die Hand geben, uns in die Augen schauen. Wir geben uns die Hand, gucken uns in die Augen und splitten. Ja. Gehen gleichzeitig runter. Wir gehen gleichzeitig runter. Okay, Freunde, wir gehen jetzt einmal ganz kurz hier raus. Und ich bin mal gespannt, für was die Jungs sich entscheiden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube ja ganz ehrlich, dass die das Geld nicht splitten werden. Oder dass einer snitchen wird. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, eins von diesen beiden Sachen wird eintreten. Seid ihr zu einem Entschluss gekommen? Sie. Ja? Sie, klar. Auf drei sagt ihr mir, für was ihr euch entschieden habt, okay? Eins, zwei, drei. Wir splitten. 500 Euro. Ihr wisst aber, was das bedeutet. Ich würde euch dann bitten, beim Countdown von 3, dann bei 0 zeitgleich den Boden zu berühren und das Spiel zu beenden. 3, 2, 1, 0. Was ist gerade passiert? Oh mein Gott. Das hast du nicht gemacht. No way, Bro. Ja, weißt du, Leben ist hart. Man muss gucken, wo man bleibt. Das Vertrauen wurde gebrochen. Okay, liebe Freunde, damit haben wir einen Sieger. Und dann würde ich sagen, das ganze Geld gehört jetzt dir. Einen großen Applaus bitte für Jonas! Und damit würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Danke an alle Leute, die mitgemacht haben. Checkt gerne deren Kanäle ab, die machen super Videos. Kommentiert jetzt gerne in die Kommentare, was würdet ihr mit den 1000 Euro machen? Das sind 2000 Euro. Oh, da muss ich hinterher.